Frau Bürgermeisterin, was ist los? Vergiss die nervige Tante da oben auf der Hühnerstatue, denn die Abenteuerbucht gehört jetzt der Ruff Ruff Gang. Ruff Ruff Gang! Ruff Ruff Gang! Keine Hundegang zu frech, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, der einzige Weg, diese Motorradschurken aufzuhalten, ist als Moto Patrol. Also aufgepasst! Fellfreunde, begrüßt mit mir das erste Katzenmitglied der Paw Patrol. Krallenstark! Miau! Ja, los! Wildcat! Juhu! Juhu! Die gehört bestimmt den Motorradhunden. Jetzt kommt Krach und Krawall der Extraklasse von der unschlagbaren Ruff Ruff Gang. Sie fahren in Richtung Schlucht. Fertig, Wildcat? Rar! Super Raketenantrieb! Hey, du musst anhalten! Ihr rollt auf die Schlucht zu! Ich hab's geschafft! Pfotenstark, Wildcat! Jetzt versuch mit der Wolle sein Rad zu blockieren! Das krieg ich hin! Vollknallwerfer! Pfotenstark, Wildcat! Ich wusste, du schaffst den Sprung! Gut gemacht! Hammermäßig! Was für eine Rettung! Hallo, Danny! Was gibt's? Oh, hallo Alex. Wo ist Danny? Er ist oben auf der Wärmetafel. Seht ihr das an? Ganz schön verrückt. Das ist alles passiert, weil Bürgermeister Besserwissers Kasse mit Wahlwerbung um sich schmeißen. Wählt mich! Wir kommen sofort, Alex. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Leiter hoch! Jetzt kannst du auf die Leiter steigen. Nichts passiert. Geht's dir gut, Danny? Klar, und ob es mir gut geht. Wählt mich! Herr Bürgermeister, Sie dürfen nicht überall Sachen hinschmeißen. Hören Sie damit auf. Ha, ich höre erst damit auf, wenn ich gewonnen habe. Sky, wir brauchen dich und deinen Hubschrauber sofort. Ja, ich bin der Flughund. Ryder, ich komme nicht nah genug ran. Ich habe eine Idee. Der Bürgermeister soll mit der T-Shirt-Kanone auf die Luftballons zielen. Herr Bürgermeister, zielen Sie mit der T-Shirt-Kanone auf die Luftballons. Nein, nicht alle auf einmal, sonst... Oh, oh. Erwischt! Danke. Hey, wo sind denn alle hin? Oh, eine Fledermausfamilie. Fledermäuse sind nachts wach und schlafen am Tag. Die Augen wieder zu, Fledermausbaby. Ach was, das ist kein Gold. Das ist bloß ein Kronkorn. Steinschlag! Da unten sind vielleicht Leute. Das heißt, ich muss sie unbedingt warnen. Steinschlag! Steinschlag! Hörst du das Geräusch? Steinschlag! Los, schnell, nichts wie raus! Kommt, Fledermäuse, raus aus der Höhle! Ist es vorbei? Jetzt ist
ist es vorbei. Ja. Geht's euch gut, ihr beiden? Alles gut, Onkel Herbert. Vielen Dank für die Warnung. Oh nein! Die Fledermausfamilie ist in der Höhle gefangen. Haltet durch, kleine Flattertiere! Wir rufen die Paw Patrol! Wahnsinn! Das sind doppelt so viele Steine, wie ich dachte. Alles wird gut, Fledermaus. Wir befreien deine Familie. Everest, du weißt, was zu tun ist. Greifer! Dann wollen wir den Brocken mal wegrollen. Danke, dass ihr sie gerettet habt, Paw Patrol. Ihr wisst ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ryder, wir haben einen neuen Vulkan unter Wasser entdeckt. Wir stecken im Krater fest und der Vulkan bricht bestimmt bald aus. Hilfe! Hilfe! Frau Bürgermeisterin, Sie müssen schnell raus aus dem Wasser. Der Unterwasservulkan dort könnte ausbrechen. Oh, Henrietta? Wo steckst du? Ich hole Henrietta, versprochen. Es ist zu gefährlich. Sie müssen auftauchen. Na schön, ich verlasse mich auf dich. Captain Tollpatsch, François, wir werden sie aus dem Krater befreien. Wir schaffen es. Wir sind befreit. Ach, Ryder, wir können alleine fahren. Bringt euer U-Boot in Sicherheit. Ei, ei. Zuma, Greifer einfahren. Ich bin hier, Henrietta. Hab dich. Marshall, halt dich fest. Die Glocke fliegt gleich in die Luft. Wir müssen verhindern, dass die Tauchglocke auf dem Wasser aufschlägt. Bereit, Sky? Ja, ich bin der Flughund. Schneller Sturzflug sieht jetzt schön schwebend aus. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Wir haben heute ein doppeltes Problem. Danny saust durch die Kanalisation und Flitzezahn kann ihre Inlineskates nicht ausschalten. Oh, oh nein! Flitzezahn? Wer ist das? Frau Fröhlich, das war früher in der Roller-Derby-Mannschaft ihr Spitzname. Für diesen Einsatz brauchen wir Geheimspion Chase. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Außerdem brauchen wir Marshall. Wupp, Marshall macht's. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Bin ich froh, dass ihr da seid. Wir haben Frau Fröhlich und Danny nicht mehr gesehen, seit sie in dem Gully verschwunden sind. Chase, jetzt brauchen wir deine Flugkamera. Alles klar, Ryder. Flugkamera! Ah! Wir sind zu schnell unterwegs! Ich kann nicht anhalten! Wenn das so ist, dann gib mir meinen Pullover! Wir machen ihn zu einem Bremsschirm! Da kommen sie! Marshall, Chase, ihr müsst sie stoppen! Dann los! Au, au! Wasserdüsen! Oh, hoppla! Bruch, Netz! Oh, also da war der Knopf zum Ausschalten. Danke! Danke, Paw Patrol. Das war sowas von extrem. Das mache ich ganz bestimmt nicht nochmal. Das haben wir gern gemacht. Du weißt ja, Vollbremsungen sind ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ryder, ich bin so froh, dass ihr hier seid. Wir haben schon überall nach unseren Ziegen gesucht. Wir werden sie finden und auch den kaputten Zaun reparieren. Stimmt's, Rocky? Genau. Schraubendreher. So, das Gehege ist repariert. Nichts wie los. Hallo, Frau Bürgermeisterin, was gibt's? Jun,
Mamis Ziegenbabys haben gerade meine Strandtecke zerkaut. Wir sind schon unterwegs. Feldfreunde, die Ziegen sind am Strand. Wir müssen sie zusammentreiben. Geht klar. Hier, ja, kleine Zicklein. Ich hab sie auf das Floß getrieben. Klasse. Aber wo ist das Floß denn? Die Flut kam und hat es rausgespült. Ausgerechnet im falschen Moment. Die Bürgermeisterin hat gesagt, dass meine Ziegen hier sind. Wo sind sie? Sie sind sozusagen segeln gegangen. Zuma, wir brauchen dich für eine Wasserrettung. Ab ins Wasser! Zerknabbert und treiben in alle Richtungen ab. Was soll ich tun? Wir müssen die Baumstämme irgendwie wieder zusammenbinden. Rennende Ziegen, wie beim Yogakurs. Rennt, kleine Ziegen, rennt! Das macht ihr ganz toll. Macht weiter, ich schiebe euch zurück an den Strand. Oh, meine Babys. Danke, Paw Patrol. Kein Problem. Wenn die Yoga-Ziegen wieder mal weglaufen, ein Anruf reicht. Die kleinen Racker müssen schnell nach Hause. Sie sind müde, seht nur. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Onkel Herbert braucht uns. Er hat sich auf die Suche nach der Goldmine gemacht und ist in eine Falle getreten, irgendwo tief im Dschungel. Verflixt und zugenäht. Oh nein. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Du suchst mit deiner Flugkamera den Dschungel ab. Das ist ein Fall für Chase. Und Tracker, du setzt deine Kabel und dein Supergehör ein, um Onkel Herbert zu finden. Und dann kannst du ihn mit deinem Universalwerkzeug befreien. Ich bin ganz Ohr. Und schon geht's los. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Onkel Herbert ist bestimmt hier gewesen. Aber wo ist er langgegangen? Chase, du suchst mit deiner Flugkamera in dieser Richtung nach ihm. Alles klar. Wupp, Kamera. Tracker, du suchst in der Richtung und versuchst, Onkel Herbert mit deinem Supergehör zu orten. Alles klar. Wupp, Kabel. Onkel Herbert, hallo. Oh, oh, schon ganz schön spät. Das heißt, es wird bald dunkel. Aber ich schaff das. Onkel Herbert braucht mich. Hola. Hallo? Ist irgendjemand hier? Das klingt merkwürdig. Onkel Herbert! Oh, 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 du glaubst nicht, wie sehr ich mich freue, dich zu sehen. Halte durch. Ich hol dich runter. Ja, welch ein Glück. Universalwerkzeug. Ich danke euch, Paw Patrol. Und es tut mir leid, dass ich euch solchen Ärger gemacht habe. Ach, kein Problem. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Wir wollen den Strand schön sauber haben und sicher für die Meeresschildkröten. Sie schwimmen heute an Land, um ihre Eier zu legen. Und fertig. Achtung, Meeresschildkröten. Eure müllfreie Eierablagestelle ist fertig. Müllfrei, hä? Ich weiß. Wir werden diesen Strand so vermüllen, dass die Schildkröten nicht in seine Nähe kommen. Dann müssen sie rüberschwimmen zu unserer Stadt. Es gibt nur ein kleines Problem dabei. Rocky, dieser Hund sammelt den Müll schneller ein, als wir ihn verteilen können. Wir müssen ihn irgendwie von hier fernhalten. Müll im Wasser? Ich möchte nicht, dass die Meeresschildkröten da hineinschwimmen. Ich muss etwas tun. Schleppboot! Komm sofort her! Hey, das ist meine Hundemarke! Ich brauche ein Transportmittel. Mit dieser Ausrüstung habe ich den besten Düsenantrieb aller Zeiten. Wiederverwerten ist toll. Ich habe sogar Pfefferminzbonbons gefunden. Zwar nicht mehr essbar, aber gut zum Abzischen. Abenteuerbucht, ich komme! Rocky, run! Rocky, wie kommst du denn hierher? Kätzchen, sofort den Müll abwerfen! Da
Das könnte euch so passen. Ich glaube, das gehört mir. Okay, Ryder, ich habe mein Schleppboot wieder. Die Meeresschildkröten schwimmen auf den Strand zu. Tolle Neuigkeiten und tolle Arbeit, Rocky. Die Schildkröten sind da. Hip, hip. Helfer auf, ihr Pfoten sind bereit, Ryder! Wir wissen nicht warum, aber Bauer Alfreds Kulinda ist oben auf Jakes Berg. Wir müssen sie runterbringen, bevor der Schneesturm schlimmer wird. Oh nein! Das ist nicht gut! Für diesen Einsatz brauchen wir Everest. Bei Eis und Schnee ist doch klar, bin ich da! Und Sky. Ruff, ich heb jetzt ab! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los! Ganz ruhig, Kuhfreundin. Wir holen dich wieder runter. Sky, flieg besser weg vom Felsen. Der Wind ist zu stark. Ich breche ab, aber wir müssen uns schnell was einfallen lassen. Kulinda hat Angst. Dir passiert schon nichts. Wir holen dich hier irgendwie raus. Wirklich schade, dass Kühe nicht Snowboard fahren können. Everest, das ist eine tolle Idee. Rocky, ich habe einen Auftrag für dich. Wie kann ich euch helfen, Ryder? So geschickt wie du bist, kannst du doch bestimmt super schnell ein Snowboard bauen, auf dem eine Kuh fahren kann. Rocky rockt! Du wirst das toll machen! Auf geht's! Frohen Mutes! Gut, verlagere dein Gewicht. Dreh die Schultern. Ja, juhu! Du hast es geschafft, Kulinda. Du bist eine ganz besondere Kuh. Kulinda, wir sind so froh, dich wiederzuhaben. Euch allen vielen Dank. Ihr habt sie gerettet und ihr eine neue Sportart beigebracht. Es war uns ein Vergnügen, Bauer Alfred. Falls mal wieder eine Kuh einschneit, ein Anruf reicht. Alles klar. Willkommen beim Paw Patrol Rettungskurs. Wahnsinn! Sky hat echt eine coole Ausrüstung. Es macht ihr bestimmt nichts aus, wenn ich das mal anprobiere. Wuff, wuff! Flügel! Das ist ja sowas von extrem! Das müssen meine Fans sehen! Hallöchen, X-Fans! Draufgänger Danny X fliegt hoch am Himmel! Wow! Das ist gar nicht so einfach, wie ich dachte! Hilfe! Hilfe! Oh, wie schön! Was für ein tolles Flugwetter heute! Danny fliegt! Ich muss Ryder anrufen. Vielleicht hätte ich doch besser vorher ein paar Flugstunden bei Sky nehmen sollen. Los, verschwinde! Ich weiß nicht, wie ich das Ding lenken kann. Musst du nicht ein Nest bauen oder sowas? Seht mal, da vorne ist Danny. Sieht aus, als wenn er versucht, vor einem Adler wegzufliegen. Chase, halte dein Netz bereit. Ich bin bereit, Ryder. Ich glaube, ich habe den Adler in den Wolken abgehängt. Oh nein, da ist er wieder. Chase, dein Netz. Ruff, Netz. Und so geht wieder ein Draufgänger-Danny-X-Abenteuer zu Ende. Entschuldige, dass ich mir deine Flügel geborgt habe. Das war ein bisschen zu draufgängerisch. Sogar für mich. Ist schon gut, Danny. Ein Glück ist dir nichts passiert. Oh, wir haben sie gefunden. Seht doch nur diese Goldknochen. Und sie gehören alle mir. Henrietta, ich hol dich, mein allerliebstes Lieblingshühnchen. Oh, hallo, Henrietta. Was? Jetzt versinkt das Rathaus! Was? Mein Navi sagt, dass wir fast unter dem Rathaus sind.
Wir sehen mal nach. Beeilt euch, Kätzchen, schneller aufladen. Das ist doch... Herr Besserwisser? Halt! Ihr wollt die Goldknochen nur für euch selbst. Aber sie gehören alle mir. Oh. Volle Kraft! Oh. Wir müssen das Rathaus anheben. Wir sind hier, um dir zu helfen, Rocky. Und wir sind auch hier. Gut, ich brauche die Metallträger, die ihr gefunden habt. Rocky lässt es rocken. Und fertig. Das Rathaus versinkt immer schneller. Kein Problem. Ich werde das Rathaus einfach anheben. Mit diesem tollen, abgecycelten Superheber. Vorsicht, Rocky! Ja! Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Alfred, Yumi und Kulinda waren auf dem Weg nach Hause, als sie auf der Zugbrücke stecken geblieben sind. Und jetzt klemmt die Brücke. Chase, du musst mit deiner Seilwinde verhindern, dass der Wagen abrutscht und in den Fluss fällt. Marshall, wir brauchen dich und deine Leiter. Mach sie an Bauer Alfreds Wagen fest. Und Rocky, du musst die Brücke mit deinem Werkzeug reparieren. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Das ging ja schnell, Rocky. Das Zahnrad hat sogar die richtige Größe. Aber es hat nicht die richtige Anzahl von Zähnen. Sieht gut aus. Chase, zieh die Winde etwas an. Richtige Größe, richtige Anzahl Zähne. Schraubenschlüssel. Wie lange dauert es noch, Rocky? Ich brauche noch ein paar Minuten. Ich rufe eben Verstärkung. Sky, du musst Kulinda aus der Luft retten. Ich bin der Flughund! Chase, wir brauchen dein Netz, damit Kulinda weich landet. Aber sie landet auf der anderen Seite der Brücke. Rocky, du kümmerst dich um die Winde. Chase, ich bringe dich mit meinem Quad rüber. Vorsicht, Ryder, da ist immer noch eine große Lücke in der Brücke. Rocky, hilf Bauer Alfred runter. Du musst das Seil einziehen und gleichzeitig rückwärts fahren. Mach ich, Ryder. Danke, dass ihr uns von der Brücke runtergeholt habt, Paw Patrol. Kein Problem. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Mu reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Das ging aber schnell, Freunde. Herrn Pfeffers Kuchen wurden von einem Wirbelwind erfasst. Und jetzt schleudert dieser Kuchenzyklon Kuchen in der ganzen Stadt herum. Chase, du musst die Leute mit dem Megafon vor dem Kuchenzyklon warnen, damit sie nicht hineingeraten. Und Rocky, du reparierst alles, was der Zyklon kaputt gemacht hat. Und Marshall, du machst mit deinen Wasserdüsen alles sauber, was von den Kuchen getroffen wurde. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Alles wieder schön. Gefällt's dir, Katzi? Kati, geh sofort ins Haus! Oh nein! Was für ein Chaos! Ryder! Der Kuchenzyklon hat eben Katis Salon verwüstet! Wir sind unterwegs! Marshall, hilf Rocky aufs Dach zu kommen! Leiter hoch! Greifer! Wasserdüsen! Tut mir leid, Rocky. An mir hat kein Kuchen geklebt. Ryder, ich kann den Kuchenzyklon von hier aus sehen. Los, komm, Feldfreunde. Solange heiße Kuchen in dem Zyklon sind, wird er niemals aufhören, sich zu drehen. Sky, Rubble, ich brauche eure Hilfe. Ich hebe jetzt ab! Rubble ist der Retter. Sky, dein Hack, heb Rubble hoch. Jetzt flieg ihn über den Kuchenzyklon und lass ihn langsam runter. Wenn du drin bist, schlag die Kuchen mit deiner Schaufel raus. Schaufel! Juhu! Bam! Volltreffer! Ja, Rubble, gut gemacht! Ja!
eine Tintenfischfüllung. Vielen Dank für eure Hilfe, Paw Patrol. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Bürgermeister Besserwisser hat einen speziellen Müllwagen mitgebracht, den Bessie-Entsorger. Jetzt ist eine Möwe reingeflogen und hat den Rückwärtsmodus aktiviert. Und nun wirft der Wagen überall Müll in der Stadt herum. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Ich heb jetzt ab. Und Rocky. Rocky rockt. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Das gibt's doch nicht. Der Wagen hat sogar hier Müll abgeladen. Das kriegen wir in den Griff. Und zwar hiermit. Ein toller Laster, Ryder. Gleich wirst du staunen. Na, also das nenne ich mal Upcycling. Was Altes hinein, was Neues erscheint. Ryder, ich hab den Bessie-Entsorger gefunden. Wo ist er? Kurz hinter der Stadt fährt er auf eine Brücke zu und jetzt öffnet sie sich. Die Brücke ist schon hochgefahren. Aber wie kommen wir jetzt zu dem Laster? Diese Müllwürfel versperren uns den Weg. Ja, ich weiß, aber mit Upcycling klappt das schon. Was du machst, gefällt mir richtig gut, Rocky. Fertig, das war's. Jetzt werde ich ihn mir schnappen. Hab dich! Ein voller Erfolg, Rocky. Oh, danke, dass ihr den Tag gerettet habt, Paw Patrol. War uns ein Vergnügen. Wenn wieder mal ein Bessie-Entsorger für Chaos sorgt, ein Anruf reicht. Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder. Sehr gut, denn heute hat die Paw Patrol einen ganz besonderen Einsatz. Wir fahren mit dem Sea Patroller zum Hof von Bauer Alfred. Was? Wir wissen nicht warum, aber sein Bauernhof steht unter Wasser. Zuma, ich möchte, dass du mit deinem U-Boot herausfindest, woher das Wasser kommt. Achtung, fertig, nass werden. Na, da laust mich doch der Affe. Probe und jetzt den Wasserfahrmodus einschalten. Zuma, finde heraus, woher das Wasser kommt. Wird gemacht, Captain Ryder. Wow, komisch, so ein Unterwasserbauernhof. Ryder, ich habe einen Schlauch gefunden, aus dem immer noch Wasser läuft. Alles klar, folge dem Schlauch zum Wasserhahn und dreh das Wasser ab. So was Dummes hätte ich doch nur den Felsbrocken vom Gully geschoben. Also darum läuft das Wasser nicht ab, der Abfluss ist blockiert. Das kriegen wir schon hin. Rubble, du musst den Stein wegschieben, damit das Wasser abläuft. Na gut, dann werde ich mal den Stöpsel ziehen. Das ist ja ein echter Brocken. Aber den kriege ich weg. Ryder, ich hab's geschafft. Du musst ganz schnell wegschwimmen, Rubble. Abfließendes Wasser ist wie ein Strudel. Alles klar, Rückwärtsgang. Vielen Dank für alles, Paw Patrol. Ihr habt meinen Hof gerettet. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Bauer Alfred, ich hab vergessen, das Wasser abzustellen. Ups, tut mir leid. Jeder macht mal einen Fehler. Hallo, Abenteuerboot-Rennfahrer. Und, Neuzugang? Wer ist das? Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich bin Baby Kid, der größte und beste Rennfahrer der Stadt. Dieses Rennen ist ohne Motoren, ohne Raketen und ohne Turboantrieb. Also auf die Plätze und fertig. Los! Ja! Das ist was! Raketenantrieb, Start! Ich fahre so schnell! Wow! Ganz so schnell. Upsi. Ich glaube, Alex und Baby Kid brauchen unsere Hilfe. Kein Seifenkistenflitzer zu schnell, keine Pfote zu klein. Wir kriegen das schon hin, Alex. Zuma bringt dich wieder zurück auf die Strecke. Das geht ganz schnell. Wuhu! Danke, Paw Patrol. Tschüss. Sehr gut, Zuma. Ich sehe mal nach, wie weit Chase mit Baby Kid ist.
ich bin hier, um dich zu retten. Was? Ich gewinne! Verflixt! Wo flieg ich denn hin? Bürgermeister Besserwisser auf einer Rakete. Oh, jemand muss mich retten. Beeilung, es ist höchste Zeit. Ich hol sie da runter. Nur keine Panik. Tja, das sagst du so leicht. Du sitzt nicht auf dieser Rakete, die außer Kontrolle ist. Ja! Das ist ja noch mal gut gegangen. Gerade eben. Du bist der Abenteuerbucht-Seifenkisten-Champion! Danke, Frau Bürgermeisterin, aber ich hätte es nie geschafft ohne die Paw Patrol. Was? Oh, oh, Achtung! Alle gesund und munter? Was ist das für ein Geräusch? Was ist denn mit dem Ententeich los? Wo ist das Wasser? Da rufe ich gleich die Paw Patrol. Was ist das für ein Geräusch? Es sieht ganz so aus, als hätte der Teich ein Abflussrohr. Wir müssen was runterschicken, um es uns genauer anzusehen. Spion Chase, wir brauchen dich und deine Flugkamera. Flugkamera! Okay, bin gespannt, was es zu sehen gibt. Das Rohr wird so breit wie ein richtiger Tunnel. Wie weit fliegt die Flugkamera denn noch? So weit. Sie ist an einer Stelle, wo etwas den Tunnel versperrt. Meinst du, dass darum das Wasser nicht mehr fließt? Wäre möglich, aber wir müssen selbst nachsehen. Zuma, wir machen eine Fahrt durch den Tunnel. Cool. Wenn wir ein paar Bretter abmachen, dann wird das Wasser wieder fließen. Und dann kann sich der Ententeich wieder füllen. Gute Idee, Ryder. Ganz langsam, sonst läuft das ganze Wasser auf einmal raus. Und jetzt nichts wie raus, bevor sich der Tunnel füllt. Jaha! Es wird alles wieder gut. Ryder sorgt dafür, dass ihr Wasser bekommt. Na schön, also gut. In früheren Zeiten, wann immer es Vollmond war, mussten die Leute immer gut aufpassen, wenn sie nach draußen gingen. Denn es konnte passieren, dass er sich anschlich und die Leute erblickte. Er lag auf der Lauer und heulte. Die Leute nannten ihn den wilden Werwelpen. Rocky rockt und geht jetzt schlafen. Wow, ich bin wirklich schnell. Ich wünschte, meine Freunde könnten mich jetzt sehen. Oh, aber vielleicht würden sie sich erschrecken. Puh, hier riecht's nach Stinktier. Na sowas, vor mir hat sich noch nie ein Stinktier gefürchtet. Hey, warte, hab keine Angst. Wow, ich kann wirklich weit springen. Ein Werwelpe zu sein macht richtig Spaß. Ist da jemand? Los, geh weg, Bär. Oder ich bin's doch nur, Rocky, der Werwelpe. Werwelpe? Da hatte wohl jemand einen ziemlich aufregenden Traum. Aber den Bären hast du ganz schön Angst eingejagt und unsere Marshmallows gerettet. Danke sehr. Das stimmt. Tja, Hilfe holen ist ganz leicht. Einmal heulen reicht. Hallo Everest, was ist los? Ryder, das Büchermobil rast die Bergstraße runter. Walter sitzt am Steuer und schafft es nicht, es anzuhalten. Wir kommen sofort. Kein Büchermobil zu groß, keine Pfote zu klein. Chase, überhol das Büchermobil und räum die Straße. Gerade so geschafft. Hallo Ryder, ich freue mich, dich zu sehen. Schnapp dir mit dem Wurfhaken das Büchermobil. Wurfhaken!
Sky, jetzt bist du dran. Hört sich an, als wenn jemand Tee kocht. Was ist los? Fahren wir schon? Frau Fröhlich, legen Sie den Bauchgurt um. Walter! Wir retten Walter und die Bücher. Juhu! Danke, Ryder. Oh nein. Wir können noch Hilfe brauchen. Rocky, Rubble, wir treffen uns unten an der Bergstraße. Ryder, ich sehe einen Zug kommen. Sky, versuch das Büchermobil zu bremsen. Ich hab's. Autopilot. Hallo, Walter. Dann schnall dich mal an. Die Bremse ist kaputt. Ich versuche es mit der Handbremse. Was? Das ist nicht gut. Rocky, Rubble, ich brauche eine Rampe. Hey, mit alten Eisenbahnschienen müsste es gehen. Beeilt euch, der Zug ist gleich hier. Wir haben es geschafft. Auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder, Sir. Freunde, François und Captain Tollpatsch haben Probleme mit einem Wal. Ah! Komisch. Wale sind eigentlich harmlos. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Wal sowas macht. Ich auch nicht, Zuma. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Aber zuerst helfen wir unseren Freunden. Für diesen Einsatz brauchen wir... Zuma, du lockst den Wal mit dem U-Boot von der Tauchglocke weg. Und Rubble, du drehst mit deinem Bagger die Tauchglocke um. Hurra, unsere Retter sind da! Der Walleiter auch. Zuma, vielleicht kannst du ihn weglocken. Hallo, Wal. Wollen wir Fang spielen? Ich wette, du kriegst mich nicht. Rubble, du bist dran. Dreh die Tauchglocke um. Oh, danke, Rob. Jetzt aber nichts wie nach oben. Und los! Wo steckst du denn? Ach, da bist du. Was machst du denn da, Ryder? Irgendwas stimmt nicht mit dem Wal. Er scheuert ununterbrochen sein Maul. Kannst du erkennen, warum? Ich sehe jetzt, warum er das macht. Irgendwas steckt zwischen seinen Zähnen. Rocky, wir werden ihm jetzt die Riesenzähne putzen. Oh, der arme Kerl muss schlimme Zahnschmerzen haben. Wir müssen ihm die Zähne putzen und wir brauchen Zahnseide. Ich weiß, was wir nehmen. Du hast ein Seil dabei. Eine tolle Idee. Das Maul weit aufmachen. Wir haben es geschafft. Gut gemacht. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Zähne gut, alles gut. Wir freuen uns, dich auf Schloss Bellenburg begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, es ist mir eine Ehre, hier sein zu dürfen. Ach, ich würde mich freuen, wenn du heute vor dem Konzert eine Tasse Tee mit mir trinken würdest. Sehr gern. Ich frage mich, wo Lukas nur so lange bleibt. Prinzessin, ich habe seine Garderobe und das ganze Schloss durchsucht, aber er ist spurlos verschwunden. Lukas Stern ist verschwunden. Ich rufe besser die Paw Patrol. Paw Patrol, ich bin so froh, euch zu sehen. Hallo, Prinzessin. Wir haben uns sehr beeilt. Rocky, wir beide suchen das Schloss von innen nach Lukas ab. Sky, du siehst dich draußen um. Und los! Ja, alles klar. Auf geht's! Ich fürchte, sie werden ihn niemals finden. Und dass ich ganz alleine auftreten muss. Hinter diesen Wänden ist er nicht. Mach trotzdem weiter. Sky, schon irgendeine Spur? Warte mal, ich sehe etwas. Sieht aus wie ein Hut. Er klemmt in einem Fenster im Ostturm. Gut gemacht, Sky. Die Innenwand des Ostturms befindet sich ungefähr hier. Rocky, schnell, sieh mal nach. Wahnsinn, ein geheimer Fahrstuhl. Das ist Lukas. Er ist da oben eingesperrt. Gut gemacht, Rocky. Rubble, Sky, wir treffen uns vor dem Schloss. Schon unterwegs, Ryder. Großer Greifer. Mein Glückshut! Danke, Paw Patrol. Ihr habt mich gerettet. Ich wollte anrufen, aber Schnuffinchen hat mein Handy gestohlen und mich eingesperrt. Hauptsache, es geht dir gut. Und jetzt schnell zum Konzert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Lukas Stern! Gut.
Guten Abend, Bellenburg! Entschuldigt bitte die Verspätung. Lukas! Hallo Carlos, hallo Tracker, was gibt es? Jemand will den ganzen Dschungel auseinandernehmen, um eine Rennstrecke zu bauen. Wer auch immer es ist, er hat den Paw Patroller und er hat ihn mit Gepardenflecken angemalt. Oh, die Geparden! Was sollen wir denn tun, Ryder? Aufgepasst, hier ist der neue Paw Patroller. Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Robohund, los, bring uns in den Dschungel! Ich werde alle Bäume umhauen! Das ist der größte Baum, den ich je gesehen habe! Wenn ich es schaffe, den zu fällen, dann macht er den ganzen Dschungel platt! Die Geparden gewinnt! Oh-oh, das ist nicht gut. Die Geparden hat es wohl auf den großen Baum da vorne abgesehen. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie den großen Baum umfährt. Robohund, du fährst jetzt direkt hinter sie. Schnell, Rubble, fahr den Abschlepphaken aus. Hab ihn! Robohund, volle Kraft! Wir müssen die Geparden retten. Ruff, Kabel! Danke, Ryder. Du und die Paw Patrol habt den Dschungel gerettet. Wenn wieder mal jemand auf die Idee kommen sollte, eure Bäume zu fällen, ein Anruf reicht. Mein Plan hat perfekt funktioniert. Allemal her gehört Bewohner der Abenteuerbucht. Unter dieser Energiekuppel aus Energie kann ich alles machen, was ich will. Und nichts und niemand kommt rein oder raus. Wir brauchen die Paw Patrol. Der böse Kater ist irgendwo oben auf der Kuppel. Es ist Zeit für den Schwebemodus. Ich sehe ihn nirgendwo, Ryder. Ich wette, er ist schon drin. Es muss einen versteckten Eingang geben. Ich habe einen anderen Eingang gefunden. Unter Wasser. Zuma, Marshall, Zeit für vereinte Pfotenkräfte. Ryder, ich bin jetzt unter der Kuppel. Und der böse Kater ist direkt vor mir. Nicht mehr lange. Ich bin direkt hinter ihm. Dann werde ich mal davondüsen. Da ist er. Und da ist der Eingang. Vereinte Pfotenkräfte. Achtung, rasende Kugel. Ich kann euch nicht genug dafür danken, dass ihr uns von diesem bösen Kater befreit habt. Wenn sie wieder mal unter einer Kuppel eingesperrt sind, ein Anruf reicht. Seht euch dran. Also, Fellfreunde, die Tiere sorgen für Chaos im Schloss. Wir müssen sie einfangen, bevor jemand verletzt wird. Und der Graf hängt am Turm fest. Oh nein, oh nein, oh nein. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Ja, ich bin der Flughund. Und Chase. Das ist ein Fall für Chase. Die Pfotenmission geht los. Paw Patrol! Wollen Sie mal fliegen? Oh, danke schön. Gern geschehen. Ruff, Lasergitter. Ja, so ist es brav. Und jetzt kommst du mit. Huh? Chase, Marshall kommt jetzt mit ein paar tierischen Freunden. Hierher, Marshall! Zur Falltür!
Ach, das sind alle gewesen. Aber wie sind die Tiere eigentlich ins Schloss gekommen? Ich glaube, das war Schnuffinchens Werk. Sie hat die Krone. Und die gebe ich nicht mehr her. Ihr erwischt mich nie. Doch nicht da lang. Ich glaube, er geht unter. Zuma, zieh dir das mal an. Ryder, der Elefant versinkt im Schlamm. Wir müssen ihn schnell rausholen. Chase, wir brauchen sowas wie ein Luftkissen. Drei, zwei, eins und los! Gerettet! Das habt ihr alle gut gemacht. Die Krone gehört mir! Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Wally hat die Bucht verlassen und irrt jetzt in der Stadt herum. Warum hat Wally das Wasser überhaupt verlassen? Aber zuerst müssen wir ihn finden und für diesen Einsatz brauchen wir... Sky, du findest Wally mit deinem Hubschrauber. Und dann behältst du ihn im Auge, bis wir ihn sicher in die Bucht zurückbringen. Ich heb jetzt ab! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Habt ihr Wally gefunden? Nein, ich hätte nicht gedacht, dass ich ein Walross so gut verstecken kann. Ryder, ich habe Wally gesichtet. Er steckt in einem Gully fest, mitten auf der Hauptstraße. Wir sind unterwegs. Oh, oh! Was sagt Wally denn, Marshall? Dass er seinen besten Freund vermisst. Ohne Captain Tollpatsch will er nicht zurück in die Bucht. Danke, Marshall. Sky, Marshall und Rocky, ihr sucht alle nach Captain Tollpatsch. Chase, du bleibst schön hier und sorgst für eine Umleitung um Wally. Ja, verstanden. Hütchen! Captain Tollpatsch ist auf einem Felsvorsprung. Gute Arbeit. Hol ihn mit deinem Rettungsgurt von dem Vorsprung und bring ihn zurück in die Stadt. Okay. Ruff. Rettungsgurt. Ahoi, Wally. Wackle dich frei und dann ab in die blitzeblaue Bucht. Er ist frei. Sky, du bist dran. Du musst Wally zum Meer locken. Jetzt bringen wir dich mal nach Hause. Ryder, Paw Patrol, Wally und ich sind wirklich überglücklich, endlich wieder zusammen zu sein. Oh. Kein Problem, Captain. Falls sich Ihr Walross wieder mal verirrt, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Jemand hat bei euren Yumis leckeren Honig gestohlen und ihren Bienenstock. Einen ganzen Bienenstock? Das ist absolut unglaublich! Der Honigdieb hat auch den Zaun kaputt gemacht und jetzt laufen Yumis Tiere frei auf dem Feld rum. Für diesen Einsatz brauchen wir Spion Chase. Du kannst mit deiner Nachtsichtbrille und deiner Kamera den Honig und den Bienenstock finden. Und Rocky, du musst mit deinem Werkzeug den Zaun reparieren, während wir die Tiere zusammentreiben. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Rocky, wir reparieren den Zaun, während Chase die Tiere zusammentreibt. Geht klar. Zum Glück habe ich noch ein paar Zaunlatten. Megafon. Grunz, Grunz, kommt her, kleine Schweinchen. Und hierher, Kulinda. Gut gemacht, Fellfreunde. Jetzt suchen wir den Honig und den Bienenstock. Die Bienen fühlen sich in meinem Versteck wie zu Hause. Die Bienen haben es auf die Blume abgesehen, die auf dem Bürgermeisterhut ist. Sie sammeln Nektar. Aus Nektar machen Bienen Honig. Ich weiß schon, wen ich rufen werde. Hallo, Ryder. Was gibt's? Sky, ich möchte, dass du ein paar Bienen aus Besserwissers Versteck lockst. Okay, ich heb jetzt ab. Hallo, Bienen. Ich habe eine schöne Blume voller Nektar für euch. Jetzt bring sie zurück zu Bäuerin Yumi. Verstanden. Die Bienen fliegen in den Bienenstock, um mehr Honig zu machen. Süß. Danke, dass ihr meinen Honig gefunden habt, meinen Bienenstock und meine Bienen. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Zzzz reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch beeilt habt. Olivia, die Straußenmama, ist in Schwierigkeiten.
Es wird alles gut werden. Wir lassen sie ja nicht im Stich. Rubbles, du musst mit deinem Schaufelbagger den Felsbrocken wegschieben und Olivia befreien. Sky, du musst Olivia mit deinem Rettungsgurt aus der Schlucht heben. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder, ich wusste, dass ihr schnell kommt. Es wird alles wieder gut, Oscar. Wir helfen Olivia. Kral! Geschafft! Zieh ihn hoch! Hör zu, Sky. Lass jetzt den Gurt runter. Ich glaube, Olivia fliegt nicht so gern. Ich muss sie absetzen. Dann müssen wir einen anderen Weg finden, um sie zu ihren Eiern zu bringen. Arme Olivia, dein Fuß tut weh, ha? Tja, sie kann auf keinen Fall nach Hause laufen. Wir müssen sie fahren. Robohund, bitte komm. Du musst den Paw Patroller herbringen, damit wir Olivia zurück nach Hause fahren können. Hier ist der Paw Patroller, Olivia. Robohund kann dich zurückfahren. Jetzt bringen wir Olivia rein und... Kuss! Robohund, setz deine Düsen ein. Du musst sie zurückholen. Stopp! Halt! Danke, Robohund. Vielen Dank, dass ihr unsere Straußenfamilie gerettet habt, Ryder. Kein Problem. Sind ihre Vögel mal weggerannt? Ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder. Das Schiffswrack wurde von Sid Seeräuber entführt. Und deshalb müssen wir es wieder dahin zurückbringen, wo es hingehört. Ah, warum kommen wir so langsam vorwärts? Was ist denn nur los? Ryder, wir sind dem Wrack gefolgt. Aber jetzt passiert etwas Komisches. Es sieht so aus, als wenn das Wrack nicht weggeschleppt werden will. Weil in dem versunkenen Schiff eine Riesenseeschnecke wohnt. Für sie ist dieses Wrack wie eine leere Muschel. Das Piratenschiff ist ihr Schneckenhaus. Sid, hier ist Ryder. Du musst das Wrack zurückbringen. Nein, ich bin ein Pirat und was ich finde, gehört mir. Rocky, du bist dran. Du musst das Stahlseil durchtrennen. Mach dich bereit. Ich warte auf dein Einsatzsignal. Chase, die Riesenseeschnecke muss stillhalten, wenn Rocky das Seil durchtrennt. Vielleicht hast du Tintenfischleckerlis dabei, um sie zu beruhigen. Ja, einen ganzen Eimer voll. Rocky, bist du soweit? Und los! Die Schnecke zieht nicht mehr. Los! Chase, deine Seilwinde. Rocky, mach den Haken fest. Haken festgemacht. Chase, du kannst loslegen. Wir zeigen Chase, wo das Piratenschiff war. Schnecki wird froh darüber sein. Da vorne. Danke, Ryder, dass ihr das Schiffswrack und somit das Zuhause von Schnecki gerettet habt. Haben wir gern gemacht. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Die Ruff-Ruff-Gang hat den Bürgermeister aus seiner Höhle vertrieben. Und hoch auf den Baum geworfen? Ja, genau, Rocky. Für diesen Einsatz brauchen wir... Marshall. Marshall macht's. Motorradmäßig. Und Rubble. Rubble ist der Motorretter. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Da sind wir, Herr Bürgermeister. Marshall, hilf ihm runter. Rubble, räum den Felsbrocken weg. Sie brauchen keine Angst zu haben, Herr Bürgermeister. Wir holen Sie sicher runter. Ah, seht euch das Chaos an. Ah, und Sie haben meine Kätzchen mitgenommen. Wir bringen Ihnen die Kätzchen wieder. Wildcat, du musst sofort in die Nachbarstadt kommen. Dieser Kater ist bereit für eine wilde Fahrt. Oh Mann, Wildcat ist wirklich schnell. Ja, legen wir los. Es ist vorbei. Ihr habt genug Krawall gemacht. Wo sind die Kätzchen? Sie sind da unten. Wir übernehmen das. Chase, Rocky. Das ist ein Fall für Chase. Rocky, Rock.
bin bereit. Ruff, Seilwinde! Gleich sind wir da! Oh, ich kann gar nicht hinsehen. Seil lösen. Rocky, Speziallieferung. Hab sie. Und wenn ihre Kätzchen wieder mal verschwinden, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Robohund, folge dem Signal zur große Felsenschlucht. Dort hat Herr Segelohr sein Handy verloren. Und außerdem sind Wölfe bei ihm. Über der großen Felsenschlucht zieht doch das Gewitter auf. In der Schlucht liegen Felsbrocken herum und dafür brauchen wir Rubble. Rubble ist der Retter. Und Marshall, da du gut mit Tieren sprechen kannst, musst du den Wölfen sagen, dass sie sich von Herrn Segelohr fernhalten sollen. Ich bin der Rettungshund. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Marshall, fahrt in Richtung Südosten in die Schlucht rein. Dort befinden sich Herr Segelohr und die Wölfe. Und so sag ich den Wölfen, dass sie verschwinden sollen. Oh nein, kommt etwa noch ein Wolf? Gut gemacht, Marshall. Dann rette ich mal Herrn Segelohr. Ryder, wir haben ein Problem. Und wir haben noch ein Problem, Ryder. Das Gewitter, das wir vermeiden wollten, es ist schon fast da. Wir müssen Herrn Segelohr schnell da rausholen, bevor die Schlucht vollläuft. Marshall, führ deine neuen Freunde in den Paw Patroller los. Rubble, versuch den Felsbrocken aus dem Weg zu räumen. Robohund, raus aus der Schlucht. Warum sind die Wölfe denn hier? Keine Angst, wir sind Freunde. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. In Fallschirmspringeranzügen. Das sind Pilotenanzüge. Captain Tollpatsch und François sitzen in einer Höhle auf der Rumpelberginsel fest. Zusammen mit einem Tiger. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Du bekommst für diesen Einsatz einen besonders großen Hubschrauber und fliegst mit den anderen dorthin, wo sie abspringen. Ich bin der Flughund. Ich heb jetzt ab. Da ist der Krater. Der Rumpelberg ist sicher ein alter Vulkan. Achtung, fertig und jetzt raus mit euch. Tigermama und ihr Junges. Das war so. Das Junge ist in den Rucksack geschlüpft, die Mama ist uns gefolgt und... Schlage vor, wir kommen zur Sache. Keine Angst, Tigermama. Deinem Baby wird nichts passieren. Na, du süßer Kerl, hast du Lust mitzufliegen? Oh, so ein niedlicher Co-Pilot. So, da wären wir. Heil angekommen. Deine Mama kommt auch gleich raus. Sie hätten direkt hinter uns sein müssen. Sky, wir haben ein großes Problem. Kein Vulkan zu groß, keine Boote zu klein. Sky! Alle, die mitfliegen möchten, aufspringen! Das war Rettung in letzter Minute, Sky. Tja, Ryder, ich hatte einen echt guten Co-Piloten. Mini Patrol, es kommt ein schlimmes Unwetter. Und das wird unser Kreidebild kaputt machen. Wir müssen unbedingt verhindern, dass es nass wird. Die kleinen Helfer legen los. Okay, du bleibst schön hier und beschützt das Kreidebild. Wow, oh nein, der Wind weht die Mini Patrol weg. Nicht so schnell. Halt. Oh nein.
Nein, ich rufe lieber die Paw Patrol. Bin ich froh, dass ihr hier seid. Marshall? Leiter hoch! Nichts passiert. Ryder, ich glaube, Katzi kann sich nicht mehr lange halten. Chase, schieß dein Netz ab. Ruff, Netz! Gut gefangen. Julia, Julius, wir müssen ihre Regenschirme abnehmen, sonst werden sie wieder weggeweht. Hä? Gackert uns diese Hecke etwa an? Das Geräusch kommt nicht von der Hecke. Es ist Henrietta. Gut. Gut gemacht, Freunde. Alex, am besten bringen wir schon mal alle rein. Ist das schön, alle in Sicherheit zu sehen. Aber der Regen wird trotzdem unser Bild wegspülen. Das war doch eine tolle Idee, es mit Hilfe der Mini-Patrol abzudecken. Ich glaube, es kann noch funktionieren. Ah! Unser Kreidebild ist gerettet. Falls wieder mal Regen kommt und dir deinen bildschönen Tag vermasselt, ein Anruf reicht. Jetzt müssen wir trickreich sein. Sea Patroller, jetzt kommen wir! So, jetzt segeln wir mit diesem Superschiff weg. Sobald ich den Startknopf finde. Arr. Sorg dafür, dass dieser Robohund unten eingesperrt bleibt. Der blinde Passagier ist gut verstaut. Also welcher dieser Knöpfe hier? Beim Klabautermann! Die Fahrt geht los! Habt ihr den Sea Patroller gefunden? Noch nicht, Ryder. Und jetzt habe ich auch noch Marshall verloren. Oh nein, ich werde ihn mal anrufen. Hallo, Ryder an Marshall. Wo bist du? Kannst du mich hören? Keine Antwort. Vielleicht ist was mit seiner Hundemarke. Oh, diese Hundemarke ist perfekt für meine neue Schatzkiste. Yo, ho, ho, ha. Robohund? Ja. Das ist der Plan. Du versteckst dich hinter dem Fass, dann locke ich Sid vom Steuer weg, dann schleichst du dich hin und übernimmst das Steuer. Gepunkteter Hund, was machst du da? Wasserdüsen! Wasser! Ich krieg's irgendwie nicht hin, meine Düsen auszuschalten. Na, dann werde ich es tun. Das ist der Sea Patroller. Wir müssen ihn zurückholen. Festhalten und volle Kraft voraus. Arr, stell sofort das Wasser ab. Hä? Was ist das denn jetzt? Sid Seeräuber, wir holen uns unser Schiff zurück. Ryder, was bin ich froh, dich zu sehen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Ein lautes Geräusch hat im Dschungel ein Elefantenbaby und seinen Vater erschreckt. Wir müssen Babyfun schnell aus dem Treibsand befreien, bevor er noch tiefer einsinkt. Für diesen Einsatz brauchen wir Rubble. Rubble ist der Retter. Und Rocky. Rocky rockt. Und Chase. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Es wird alles gut, Papa Fant. Die Paw Patrol ist unterwegs. Gleich haben wir eine Steinbrücke. Wow, der Treibsand ist mächtig tief. Wie wär's mit dem Stamm? Gute Idee, Rocky. Wenn's mit den Steinen nicht klappt, versuchen wir's mit einer Holzbrücke. Wow. Ruff, Seilwinde. Chase, hol die Winde ein. Ruff, Seilwinde einholen. Oh, oh, das Baby ist ganz schön schwer. Wir müssen das Auto festhalten. Gut, dass du noch schwerer bist. Rubble, schieb den Baumstamm unter ihn. Ich
Ich mach ihn jetzt los. Alles klar, aber passt auf. Das war gute Arbeit, Freunde. Das haben wir gern gemacht, Papa Fant. Und wenn du wieder mal ein unheimliches Geräusch hörst, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Etwas ist schiefgelaufen bei Captain Tollpatschs Sumpftour. Ein Sumpfmonster hat Familie Gutherz erschreckt. Sumpfmonster? Aber das Schlimmste... Oh nein! Jetzt steckt die Bürgermeisterin im Treibsand und Captain Tollpatsch geht nicht an sein Handy. Aber Ryder, wir haben Ebbe zu dieser Tageszeit. Und das Wasser ist zu niedrig für den Sea Patroller. Das stimmt, Zuma. Deshalb ist dies ein... ultimativer Sumpfwassereinsatz. Ein ultimatives Ab ins Wasser. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Mein Propet hat hier einen ganz schlechten Empfang. Es zeigt mir nicht an, wo unsere Freunde sind. Chase, such mit deiner Flugkamera nach Hinweisen. Flugkamera! Fußabdrücke! Ich wette, die Kleinen stammen von Julia und Julius. Und die Größeren müssen der Bürgermeisterin gehören. Sehen wir uns das an. Folgen wir der Kamera! Ja! Da sind sie! Frau Bürgermeisterin! Julia! Julius! Ja! Da ist die Paw Patrol! Ich wusste, sie würden kommen! Rubble, zieh die Bürgermeisterin mit einem Wassergleitboot raus! Rubble ist der ultimative Retter! Wassergleitboot! Okay, Frau Bürgermeisterin, krabbeln Sie jetzt vorsichtig auf das Brett! Wassergleitboot, komm zurück! Oh, danke, Rubble. Meine Nichte und mein Neffe würden sagen, voll super cool. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an.